Herzlich willkommen für eine neue Edition von ADR Tele. An heute sind Hauptüberschriften von dieser Sendung. Überfälle, Messerpickereien und andere Formen von Kriminalität an der Minet-Metropole gehen immer mehr häufig. Die ADR-Sektion fordert dafür den Chefrat auf, für endlich zu handeln. Eine Renaturierung von der Sier bei der Freira City Sierdal ohne Sinn und Verstand an die Fauna und Flora sogar schuld, wirft froh ab, wie das Umweltminister so ein schlechtes Projekt überhaupt autorisieren konnte. Der Jean Asselborn verliert schon an Hosen, wie der Fraktionspräsident Fernand Kartheiser in der Außenpolitik erklärt. Die Realität am Platz unrealistisch Sondesreden an der Weltklimakonferenz von Fried Kolb und die geht gewohnt für die Kriegspolitik aus dem Land immer mehr schuld. Weiter Themen an dieser gut gefüllten Sendung: der Nordstreik-Chaos bei der Bund, die sich weiter entlang zieht, der OECD-Rapport über die Covid-Gestion aus Sicht von der ADR, die besten Aussagen vom Präsident von der Adrenalin auf einer offiziellen Table Ronde, ein Stück Lützebäuer Geschichte mit Fakten, die nicht an den Geschichtsbüchern stehen, an einer interessanten Themen. Wir sehen immer mehr zu wert Kriegspolitik von Gambia, CSV und Piraten feiert. Die europäische Industrie und auch die Lützebäuer haben enorme Probleme. An die Kosten vom Krieg und die Sanktionen für das Lützebäuer Staatsbudget kommen geschwind und 2 Milliarden Euro rund. Eine Politik, die nicht sinnvoll und auch nicht durchgehalten kann gehen. DDR unterstützt natürlich, dass alle Hilfsmaßnahmen für die Lützebäuer bestehen bleiben, er mischt sich am Parlament weiter dafür stark, dass die einzigen Lösungen ein Waffenstillstand und Friedensverhandlungen sind. Wir können froh sein, dass der Sozialdialog hier im Land funktioniert, mit einer Tripartitkommission, die hier arbeiten möchte. Aber wir wollen als ADR aber ganz klar unser Prosch hier durchlegen. Wir haben hier ein Gesetz, das steht am Titel von dem Gesetz, das Herr Baumeister nur präsentiert. Causé die hausse des prix de l'énergie causé par l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Nein. Nein. Et das sind die Sanktionen, wo das so ist. Et das, ja. Das gehört zu der politischen Ehrlichkeit. Wir hatten den 24. Februar, hatten wir zwei Optionen, für die Krise zu reagieren. Wir hatten einen russischen Angriff gegen die Ukraine. Und wir hatten zwei Möglichkeiten. Wir hatten die Möglichkeit gehabt, direkt an den Weg von Verhandlungen zu gehen. Das ist auch ungefähr gewesen. Und das verhindert ging durch die Intervention von einer Reihe von Staaten, die das nicht wollten. Oder wir sind auf den Weg gegangen, den leider gewählt ging, nämlich ein Krieg und Sanktionen. Und ich will so, das ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe für die Ukraine, mit Zehntausenden von Deutschen, sowohl Ukrainer wie Russen natürlich. Es ist eine Katastrophe für ein Land, das heute zu großen Teilen zerstört ist, dem seine Infrastrukturen futti sind, dem seine Ökonomie ob Jahren nicht mehr funktioniert, wo Hunderttausenden oder Millionen Leute müssen sich an Deutschland refugieren gehen, der Krieg als eine Misere ohne Ende. An das ist etwas, ja, an dafür lässt das, ich weiß, das fällt dir schwer, das verdroht dir nicht gut traurig zu hören. Wir sollen so sehr wie möglich auf den Weg, wo Verhandlungen gehen, dann kommen nicht auf Sanktionen. Und ihr könnt sicher sein, die alle gut, die Heibanne nur protestieren, die können sicher sein, dass der Präsident Biden nicht an den nächsten Wahlkampf mit dem Ukraine-Krieg. Es ist sicher, Depressionen für Verhandlungen ganz sehr, sehr gehen an dem Lied für all der, wo man die Chance verpasst, um Menschenleben zu retten, an der Tod zu verhindern. Ich will es just heute so, mit all dem, was wir hier machen, wird man auch für Lützeburg Konsequenzen, für die Leute hier im Land, mit der Inflation, die könnt ihr nicht von nicht. Das ist der Druck durch die Energiepreise, die Sanktionen, die geholt werden. Das könnt ihr nicht von nicht, das ist nicht vom Himmel gefallen. Die, wenn er will, den vorstellen, der stellt vor, wird der Präsident dann antworten. Nun ist noch Zeit für zu antworten, aber brüllt nicht dazwischen, wenn ich bleibt. Ich will euch nur einmal kurz sagen, was die Moyen, und das ist nicht ADR-Preis, das ist Politico, steht über die Konsequenzen für eine Ökonomie, europäische Ökonomie, von der Politik, die dir mit droht. Transatlantic Showdown.
Indeed, Europe is facing a double hammer blow from across the icy Atlantic, where its supposed partner, schreibt Politico. The United States has adopted policies that, whether intentional or not, amount to full-on shakedown of EU industry. Europäische Industrie geht rüber in Amerika. Wir haben eine Delokalisierung von europäischen Industrie Richtung USA, unter anderem mit den Energiepreisen. Aber im Blick bezahlen wir viermal mehr, die europäische Industrie viermal mehr hoch Energiepreise wie die amerikanischen, und auf Dauer sind Schätzungen dreimal mehr hoch. Wir haben ein Desinvestissement in Europa. Wir ruinieren als ökonomische Zukunft, und da auch die Möglichkeit, Suchen zu verteilen, auch an einer sozialen Umdehnung. Wir machen als Ökonomie Futti, wenigstens einer falschen Politik. Ich will auch mal zusammenrechnen, wir haben ein Budgetdefizit hier im Land, wenn ich mich gut erinnere, leidet am Zentralstaat bei 2,4 Milliarden, darüber in der Budgetrapporteur kann man das konfirmieren oder mich korrigieren, wenn ich sollte daneben leihen. Aber just die Maßnahmen, die wir geholt haben, wie die Sanktionen aufzufedern, und wir sind dafür, als der, dass wir Sanktionen aufzufedern, wenn wir Leute natürlich nicht am Stich lassen. Aber just für ich das mal zusammenzuzählen, über den Daumen. Projekt 8000A, 308 Millionen. 8088, 390 Millionen. 8019, 225 Millionen. 8102, 500 Millionen. 7980, 125 Millionen. RTL-Informationen nur Cash TVA, die Reduktion um 1%, ich meine, Herr Baum hat das für den Ungeschwert, 317 Millionen. Wir haben Waffen geliefert, 72 Millionen plus noch über die sogenannte European Peace Facility, wir werden bei 100 Millionen ungefähr leihen. Mission für die Ausbildung von ukrainischen Truppen nur mal 1,5 Millionen. Humanitäre Hilfe, die wir absolut begrüßen, ungefähr 8 Millionen. Wir kriegen nach Gesetz über die Altersheim, ich meine, das tun wir hier nicht dran. Wir leihen ungefähr bei den Maßnahmen, die wir bis jetzt geholt haben, bei 2 Milliarden. Das ist die Größenordnung von den Maßnahmen, die wir geholt haben. Und der Schluss ist evident. Wir machen eine Falschpolitik für die Ukraine, weil die Leute in der Situation. Wir machen eine Falschpolitik für das Land. Und wir als ADR machen darauf aufmerksam, dass wir bis 2 Milliarden ausgehen haben, ohne dass wir der Ukraine geholfen zu haben. Ist doch nicht merci. Merci, Herr Kartheiser. Kriminalität an der Stadt vom Land hält leider immer mit zu. Das zum Holz an unserer Hauptstadt, gerade wie auch zuerst Urzicht. Etwas, was den auch zum Teil an der Presse von den letzten Deja-Wochen an Urstuhlen kommt. Die ADR-Sektion fordert, dass im Terrain endlich etwas geschieht, für das die Bürger sich nicht mehr an Sicherheit können fühlen. Das erste große Problem, was die Sicherheit angeht, ist gewusst. Das ist Messerpickerei, Klepperei, bewaffnete Überfall. Wir fanden es dürfen nicht sehen, dass er in einer gewissen Auszeit zuerst fährten muss, für allein rauszugehen. Wir müssen hauptsächlich der Meinung, dass die Polizei über die Mittel zur Verfügung gestellt soll, kriegen, für gegen Banden, kriminelle Organisationen und Drogendealer aufzugehen, wie zum Beispiel Pfefferspray-Ersatz, wie Platzverweis können auszustellen oder halt eben mehr Kontrollen. Interessant ist doch, ob Brennpunkte heutzutage verschiedene Karten, Privatsicherheitsfirmen anzustellen, die der Polizei eventuell könnten entnehmen, greifen. Zogol hat auch die Aggressivität von einzelnen Personen, die an Esch, Matzen am Dach, regelmäßig auf die Leute durchgehen. Ich war mit meiner Durchsage in AW, heute zu Esch, an der Größe Gas. Und da kommt mir eine Person entgegengelaufen, sie hat mir ganz einfach Zigaretten gefroht. Ich habe die Person angeguckt und gesagt, dass ich keine Zigarette nicht mehr lädt. Und da habe ich direkt angeschaut, wie. Ich fand das nicht ganz normal, dass es so sehr geschehen. Es sieht auch aus, wie wenn die Politik den Deckel auf die Tiefigkeit von den Kriminalitätsfällen hält, für das dann nicht so viel in die Öffentlichkeit respektive an die Presse kommen. Es wird viel verstoppt hier im Land, weil das kein gutes Bild für Lützburg. Und ich meine, die Leute müssen wissen, was genau geschieht, nicht nur mit zu Asch, sondern überall.
Der Rapport von der OECD, den die Gestion von der Covid-Krise hier im Land unter die Lupe geholt hat, ist mehr nuanciert wie das, was die Regierung als Leben tun will. Auch für über die einzelnen Kritiken am Kader von der Covid-Krise zu schwätzen, begrüßen ich den Chef Engelen. Chef, was ist an Dingen an die wichtigste Kritik? Das ist die höchste Zahl von Opfern an den HEMA, von den Niederländern hauptsächlich. Das trotz enger, strenger Menschen und wir, die auch Isolation, das ist der Aufruhr der OECD abgefallen. Mehr, was hier nicht abgefallen ist, sie verleiht kein Wort darüber, dass die zuständige Familienministerin ihre Responsabilität an dem Domain nicht überholt hat. Demnach hat die ganze Opposition geschlossen, ihr Rücktritt gefordert, weil der Wahl leider nicht angetraten ist. Genau, auch der hat natürlich den Rücktritt gefordert von der Familienministerin. Der Rapport von der OECD aus der ADN auch nicht objektiv und nicht die richtige Instanz für so eine Etude zu machen. Und also ist eine Gefälligkeit, die Enquete am Auftrag von der Regierung. Ne? Ja, das ist richtig. Längst eine neutrale und objektive Evaluation wird die Regierung nicht kommen. Da sind wir der Glaubwürdigkeit von der Politik der Bälse schuldig. Wir werden in der Woche muss so, was CSV betrifft, sie waren auch viel mehr streng. Maßnahmen, zum Beispiel, sie wollten den Tracing-App abfeiern. Tracing-App, ja, wohl verstanden. Ja. Aber bis zu einer allgemeinen Impfpflicht. Ja, und der ist und war auch noch immer dafür, dass die Impfungen absolut freiwillig müssen bleiben. Sie hat dabei erinnert, dass die Regierungsrhetorik lang gespleckt wird an die gut Geimpften und auf der anderen Seite die Base-Impf-Skeptiker. Das hat viel Schuld gemacht, aber. Ja, das ist richtig. Wir waren immer für freiwillige Impfungen, aber gegen eine Impfpflicht. Die Regierungsrhetorik, die abkommen aus, für die Geimpften und Nicht-Geimpften gegen den zu stellen, ist wohl ganz schlecht angekommen, draußen, und hat auch viel Schade gemacht. Leute, die sich nicht wollten impfen lassen, rufen ausgeschlossen vom sozialen und kulturellen Leben. Und plus hat sie nach Mister für Schaffen zu gehen, da ja Tester bezahlen. Wir müssen aber sagen, dass keine Transparenz ist bei den Impfnebenwirkungen und noch keine Transparenz ist, wer den Impfstoff für sich überlangt, an puncto Überdrohung von Krankheiten auf einer Legden. An einer Demokratie muss immer Platz sein für eine Meinung und für Protest. Wo ist dort Toleranz, wenn der immer so groß geschwärt wird, da müssen andere Heimbannen. Leider hatten wir auch herzerfüllte Artikel gegen im Skeptiker vielen an großen Zeitungen. Presse war größtenteils alles ähnlich wie nuanciert oder gemäßigt. Müsst sie sich auch nicht mal anders freuen. Jahrzehntelang war die sogenannten Cité-Sierdal zu Wecker, ein Schandfleck. Lo entsteht do ein Bauprojekt für ganze 135 Millionen Euro für rund 500 Anwohner vom Fonds de Logement. Die geht aber recht frühestens an 6 Jahren fertig. Kondition dafür wird als Kompensation eine Renaturierung von der Sier gemerkt. Der geht aber ohne Sinn und Verstand durchgezogen und bringt der Natur gar nichts. Das Umweltministerium hat heute einmal mehr versucht. Das Ministerium sagt, muss kompensiert werden, was gebaut wird. Was haben sie gemerkt? Sie haben vier weggerappt, was schon unter für sich schon nicht gut ist, weil dadurch ist das Niveau von der Sier um einen Meter aufgesenkt. Das heißt, die Bäume, die oben drauf stehen, die kriegen ein bisschen Schwierigkeiten, für ins Wasser zu kommen. Was viel mehr schlimmer ist, hier sind Hunderte, für nicht so Tausenden Tonnen Steng verschafft gehen, für etwas dort zu konstruieren, was kein Mensch versteht. Das Bett wäre vielleicht 4-5 Meter breit, das hat 20 Meter. Da können die Musel an normalen Zeiten da durchkehren. Das heißt, die Fische, die wollen rup, die kommen noch quasi dort durchsteigen, da so wenig Wasser, was da lebt, kommen nicht da durch. Das ist noch eine andere Sicht, die ich schon. Weil wir wissen, dass hier auch ganz viel gehen. Wenn ganz viel regnet, könnte es in aller Regel passieren, dass Stängel, die nicht genug verankert sind, dass diese Schlüssel loslassen und dann entsteht daraus
irgendwie so Schneeballeffekt. Aber wenn fertig ist, haben wir die ganz Steine innen am See läuft, dann gibt es den Stau da und dann haben wir die scheiß City in der Wasserstuhl. Das ist eigentlich schrecklich viel Steuergeld verbrannt. Bei 2 Millionen, gell? Ja, 1,9 und ich höre Mist gemengt, wie wir vier schießen, sie kriegen sie zwar vom Umweltfonds oder vom Wasserfonds. Aber die Situation ist absolut verschlechtert. Das war für einen ganz normalen Lauf von der See, den los schon 200, 300 Jahre so war. Und wir haben eine Situation, die viel zu gekostet hat und schlechter als wie sie für war. Es besteht ein dringender Verdacht, dass Bürokraten aus dem Ministerium das Renaturierungsprojekt ausgeschafft haben, ohne je selber auf der Platz gewischt zu sein. Alle Menschen, die fest mit zwei Fäßen im Boden stehen, die sehen das als Unfug. Das kann nicht mehr sein an einem Land, das am Geld schwimmt, wo das Geld darf zur Fenster rausgeheit gehen. Ich meine, die politisch Responsable noch der Reproche, dass sie nicht genug ihre Administration auf Fänger gucken. Also du, dass der für Mensch, der responsabel denkt, den noch ein bisschen gesunder Menschverstand hat, nicht autorisieren. Ich will nur, dass die Gemeinheit nach dem Gebet kriegt, dass die gesagt kriegt, die muss das machen, sonst kriegt er keine Genehmigung. Aber das hat letzten Endes mit Umweltschutz nichts zu tun. Wenn sie nur gesagt hätten, der muss an der neue Siedlung, das geht schon wirklich groß, wenn ihr das guckt. Der muss so viel Beam da pflanzen, für Schier zu holen, für dass die Temperatur des Sommer nicht so heiß geht oder so. Absolut d'accord. Aber wofür muss sie hier beim weggerappt gehen über ein ganz Längd und dann Hunderten von Tonnen von schweren Steinen, wo kommen sie hier, wie viel Energie geht da schon drauf, für sie zu brechen, für sie einzubringen, für sie anzubauen? Für eine Situation mich schlecht zu machen, wie sie für drauf wird, das kann der kein Mensch erklären. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ein Verbrauch wird. In jedem Fall dadurch, dass das. Früher haben sie das immer Schilder genannt, also Schildbürgerstreich, ja, ich kann ihn nicht nennen. Nachdem es den Eisenbahntunnel auf der Nordstrecke zwischen Kautenbach und Wülverwolz an den Kopf gefallen ist, dominiert am Eisleck der Chaos am Verkehr. Nach bis auf manst Ostern dauert es den CRL noch, bis der Tunnel nicht abgeht. Seit Main können die Leute aus dem Norden vom Land nicht mehr wie gewohnt am Zug an den Start fahren. Der Weg ob da bist oder an die Schule ist für viele Leute schon bald eine Tortur. Und das ist keine Ausnahme, dass Personen bis zu 5 Stunden am mehr am öffentlichen Transport verbringen. Und als sie viel zugedrungen gehen, wo Lisse-Schüler von der Schule bis heisch und eislich dermaßen Zeit verlieren, dass diese schulisch überhaupt nicht mehr richtig vorbereiten können. Nicht mehr genug Zeit für Hausaufgaben, für Prüfungsvorbereitungen und für Freizeit gönnen zu schwätzen. Auf widersprüchliche Informationen dann auch, wen ich den Tunnel darum soll abgehen. Es schenkt so bald noch nicht. Den Ausbau vom Schienenersatzverkehr ist nicht gut. Wenn der Minister Bausch 70 Millionen Euro aus Suen an Kriegsgerät für die Ukraine investiert, hätte mir ein mehr Erfolg gewünscht für einen mehr breit abgestalteten Schienenersatzverkehr. Als Partei haben wir proposiert, eine überregionale Organisation mit Ersatzbussen zu garantieren. Das ist nämlich kein Geheimnis, dass es doch in allen Ecken und Schofern fehlt. Mir auch das Problem ist nicht vom Himmel gefallen. Es kommt schon über die letzten Jahre verpasst, das Statut vom Berufschofer abzuwerten, hinnen die nötige Formation an Unterstützung zukommen zu lassen, also nicht allein zu lassen, was Bedenken über die Sicherheit am Beruf angeht. Weil das ist nämlich traurige Realität, dass die Schofern immer mehr Dachs Affen von Gewalt gehen, als sich am Bus nicht mehr sicher spüren. Los sieht der Minister Bausch, es geht um Schofern fehlen. Ja, das stimmt, es fehlt um Schofern, für einen schönen Ersatzverkehr auf ihn zu stellen, den der Nump verdient. Wir waren hier nicht die letzten Jahre Transportminister. Wie konnte dann überhaupt so weit kommen? Seit Jahren klagen Berufschauffeuren über Arbeitskonditionen. Ein Entgegenkommen von Seite von der Politik in Existenz. Und die Haupterkenntnis, die wir aus dieser Situation sehen, ist schon viele Leute bekannt. Am Vergleich zu dem, was dann andere Bezirke gelegt wird, aus dem Norden der Regierung doch ziemlich egal. Die unmögliche Verkehrssituation, die Weigerung, doch endlich ein feierspurig Nordstraße zu bauen, die blutnotwendig ist. An anderen Bezirken wäre so ein Straße gut kein Thema. Am Norden geht das nicht. Auch die Forderung, den Schienenverkehr mit breit auszubauen, an Platzweise eine Weiderspur zu bauen, fällt auf die Ohren.
Auf für was muss so viel Eislecker all Tag an Staat schaffen führen? Wäret ihnen endlich echt gemerkt mit der Dezentralisierung, ergeben ihr wirklich mal wichtig Administrationen auch an den Norden vom Land kommen, da müsste viel Leute die lang Reisen Tag für Tag abschulen. Auf viele Eislecker sind gezwungen, ihr am Auto auf die Schaft zu führen, weil sie aus Zeitgründen können auf den öffentlichen Transport zurückgreifen. Und natürlich verdeiwelt die Geringpolitik auch die Autofuhren. Mischt Autofuhren bewusst mit teuer. Und wie will die Regierung dann, dass die Leute am Norden überhaupt noch auf Dabisch kommen? Zu Fuß, man will, wie sie da so gerne predigen, ich gebe die Regierungsmembre mal anlöten. All Tag von Tratten oder von Bünzelt oder von Huldang, ob hier Abisch zu kommen. Ich denke, da wäre das Problem sehr gelöst. An dem Sinn machen wir den dringenden Appell an die Regierung, wie wir das schon so dags gemacht haben, den Norden vom Land nicht mehr als Stiefkant von Lützburg zu behandeln. An einer Aktualitätsstunde an der Chambre gingen dem Resultat von der Weltklimakonferenz COP27 an Ägypten. Klartext von Fred Koip, der von einem Event mit ein paar hundert Leuten geschwärt hat, die durch schöne Sondesreden gehalten haben, die quasi nichts mit der Realität zu tun haben. Am Katar als WM zu Sharm el-Sheikh als COP. Wie schön, war die Glück für uns alle gut. Es scheint so zu sein, dass große Evenemente wie ein WM und auch ein COP und so weiter dazu benutzt, in den Image von international kritisierten Regime auf jeden Fall fein auszudrücken, abzupolieren. Das wird kritisiert und das ist auch richtig. Wir haben dann 1,2 Millionen Gäste auf der WM am Katar und wir haben 40.000 Leute zu Sharm el-Sheikh, natürlich auch alle mit Flieger. Ich weiß plus minus, was die 1,2 Millionen Leute am Katar auf der WM machen, respektive was sie nicht machen, weil sie nicht machen. Die für mich freue mich nur mal ganz einfach, hey, was machen die 40.000 Leute zu Sharm el-Sheikh? Wie lebt so eine Konferenz auf? Das ist ganz schwer vorstellbar bei so vielen Leuten. Wie können die vielen Aktivisten und Vertreter von Organisationen, die sicherlich motiviert sind, sich überhaupt abbringen und auch eventuell ihre Protest ausdrücken? Die Frage muss man sich mal stellen und überhaupt dann noch, ob so ein Kopf, wie es hier mein Gewehr und nächstes Jahr im Ass, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist. Am Endeffekt sind ja aber vielleicht 100 oder paar 100 Leute, die du wirklich matt entscheiden. Und matt entscheiden, also so groß wird, wie Entscheidungen gehen dann da getroffen. Wir repetitiv COP-Konferenzen und wir müssen uns fragen, was den Nutzen davon ist. Wie viele Länder drohen das überhaupt alles matt? Ziel wird, soll erreicht gehen, geht nie erreicht. Leben Länder, die da sind, überhaupt da drin. Anders immer im dasselbe Resultat, Enttäuschung, Ziel, aus der erreicht gehen. Für was geht Ziel nicht erreicht? Was sind die Argumente davon, die Länder, die so, sie wählten, nicht mitmachen? Was sind die Argumente, und das ist noch mehr interessant, von denen Länder, die zwar so, sie wählten, mitmachen, aber in Wirklichkeit gar nicht mitmachen? Es geht wie von geschafft, wo verschiedene Länder, die Industrieländer, für Schiede Verluste sollen abkommen, die mit Klimawandel zusammenhängen sollen. Eine kleine Remarke, die ich denke, gemacht habe, wir schwätzen da ganz besonders von Naturkatastrophen. Ich habe gesagt, ich hatte die Chance, in meinem Leben auch pro Jahr Klimatologie zu studieren, und da sind wir ganz viel Wert darauf gelöst, den Unterschied zu machen zwischen meteorologischen Phänomenen und Klimatologie. An Klima selbst war über lange Zeit geguckt, meistens über 30 Jahre, während Meteorologie vereinzelt Evenemente betrifft. Und das ist relativ schwierig, für Leute so eine Überschwemmung in Pakistan, als durch den Klimawandel bedingt. Wann das mir oft wirkt, wann das mir heftig wirkt in der Zeit, da kann ich das sicherlich sagen. So wie in Orca so, wann die letzten 30 Jahre Temperaturen eh grad mehr heiß sind, wie die 30 Jahre für drin, dann haben wir einen klimatischen, dann haben wir eine Änderung. Mit ob ein einzelnes Event festzumachen, das scheint mir darauf schwer. Was kommen darauf zurück? Ein Fonds wird geschaffen für verschiedene Länder, dann sind Schiedischen. Das ist auch schön, mit Gauf nicht festgelöst. Das ist ganz typisch für die Kuppen, wie der Fonds finanziert soll gehen. Das ist einfach ein Fonds geschaffen, geht mir, wen lädt da nur etwas dran? Ich meine, das ist aber die essentielle Frage. Wie gesagt, Finanzierung aus, so wie bis jetzt, wo die meisten nicht bezahlen, wo just der Bruchteil von dem, was angekündigt wird, was versprochen wird, dann effektiv zusammen könnt. Und da bin ich auch die andere froh,
wo die Gelder dann auch genau hinfließen, da das noch mehr kompliziert. China will nicht bezahlen. China ist fleißig am Bauen von vielen neuen Kohlekraftwerken, fleißig am Rupsetzen von den Emissionen. China sieht es für ein Entwicklungsland. Und damit müssen sie natürlich nicht mehr bezahlen. Das ist ein gutes Argument. Das geht dann so hingeholt. Wir bezahlen einfach. Vielleicht doch nicht. Wenn wir noch so hin. Summa summarum, ja, viel Geschwätz, viel Enttäuschung, wenig Resultat. Wenn es dann so ist, wie die verschiedenen Klimamodellierer Mengen, dann wird der Mensch diesen Prozess nicht abhalten können, auch schon gut nicht stoppen. Wäre dann nicht einmal geboten, nicht immer einfach sich enttäuscht zu weisen oder so zu kuppen, mehr ehrlich zu sehen, an den Fakten an den zu gucken, an vielleicht eine andere Piste anzustellen, eine Piste, die mehr Richtung Forschung geht. Beispiel Atomkraft. Für was geht dann von den Leuten, die wirklich wollen CO2-Emissionen verhindern, nicht gesund massiv an Atomkraft investieren? Das ist ja aber für das Problem eine Lösung. Geht das nicht die Beste? Probieren Methan und CO2 anzufangen aus der Atmosphäre. Und dann habe ich das Gefühl, welches Land meint da wirklich seriös? Auch auf der Kopf, mit der Vermeidung vom CO2. Halt nicht nur besonders reden, wie verschiedene es machen. Das sind doch viele so schöne Sachen, die schwätzen die Leute schön. Wir können denen wirklich trauen, Mengen, die da doch wirklich wissen, zu sagen. China, Indien, die USA. Du hörst noch immer China first, India first, America first. Übrigens auch mein Präsident Biden. Das ist die Realität. Und aus der EU vielleicht besser. Oder wir, Lützeburg, wir haben hier ambitiöse Ziele. Wir erreichen die auch nicht. Es sind Ankündigungen. Meinet, den Ausstoß von CO2 ist effektiv hier im Land 2020 und 2021 aufgegangen. Ja, wir hatten Lockdown, wir hatten Covid-Maßnahmen, wir hatten Telearbeit. Wo geht es drum? Europa, das ist die Realität. Und nebenbei gesagt, und das ist so vielleicht krass, wir sollten mir auch als Lützebäuer die Ziele erreichen. Hi, und nur noch vielleicht als Nupren in Deutschland, so wird das leider Gottes, und das ist die nächste Enttäuschung, Weltklima, wenn wir die Entwicklung gucken, ganz genau so viel nutzen, das ist nicht. Das ist schön, aber das ist die Realität. Und der Kumpel von der Absurdität, das ist auch schon gesagt gehen. Und ich meine, da sind wir uns aber ein bisschen eins. Dass die nächste COP dann nächstes Jahr zu Dubai ist. Dubai. Weil ja, dann fliegt er auf Dubai. Bonne chance zu Dubai. Merci. An der Chambre ist diese Monde auch nicht deutlich gegeben, für was der Fraktionspräsident Fernand Kartheiser ein besseren Außenminister wäre wie Jean Asselborn. Auch rhetorisch gesehen. Da der als für den Frieden, für ein Ende von den Sanktionen mit Russland und für den Respekt vom Asylrecht. Die alle gut verdedigt Sanktionen erlaubt der ADR, dass die vorzustellen, ob das eine sinnvolle Politik ist. Wie wird es mal ein Leid leiden lassen, für etwas, was den Effekt nicht erreicht? Wie wird es überhaupt etwas führen, wo es doch besser wäre, zu probieren, einen Frieden herzustellen, wie man hier proposieren, immer proposieren, am Platz einen Krieg führen zu feiern, den Leid an Not an Europa bringt? Wir haben eine andere Politik, wir schummen uns nicht dafür, wenn wir so, wir stehen einfach, die steht auf der richtiger Seite von der Geschichte, ich bezweifle das, wir stehen auf der richtigen Seite von der Menschlichkeit und das ist mein Wert. Wir haben hier Zeit lebt, dafür lassen wir mich ein paar Worte sagen. Wir sind nicht auf der Seite von Herrn Asselborn seiner Politik auf viele Punkte. Denn Herr Asselborn weiß das, wir hatten den DAX gelehnt, hier mit ihm zu diskutieren. Aber am neuen Osten, Herr Asselborn, wünsche ich ganz klar sagen, dass wir die Diabolisierung von Israel nicht mehr drohen. Und Lützebäuer auch nicht. Die meisten Lützebäuer wünschen sich doch nicht ernst für einen gerechten Frieden, wo sowohl Israel wie auch den zukünftigen palästinensischen Staat können mit ihm leben.
an einer gegenseitigen Unerkennung vom Existenzrecht, also solange wir das nicht tun, die Unerkennung vom Existenzrecht, kann es den Frieden nicht gehen. Merkt dann schläft nicht mit die einseitige Analyse. Wir müssen gehen über den zwei Seiten, auch da in der Verkürzung vom Frieden sehen, auch gehen über die Palästinenser an ihren auch mehr radikalen Elementen, weil das ist der einzige Weg, wo wir aus der Situation rauskommen. Mit der UNO, die schwätzt von feministischer Bäusepolitik, ich will nicht etwas sagen. Wir hätten nicht gefragt, weil das ist aber immer an der Diskussion der Diplomaten, ob Lützeburg doch nicht matt gestimmt wird, wie das in Iran kann Member gehen an der UNO-Kommission für Frauenrechte. Weil das wird geschwert. Am Juni ist das an der Question parlamentär gesagt, dann hat dir die Decision nämlich geholt, Herr Minister. Nun ist gesagt, das kann ich nicht so, nicht für ein geheimen Wahl, ich kann das nicht konfirmieren, nicht dementieren. Mit der Soda ist aber lo, wo den Iran soll rausfliehen aus derselben Kommission für Frauenrechte, ob dir das dann unterstützt. Weil du hören wir, dass die paar Länder das unterstützen. Wir unterstützen Lützeburg, dass den Iran nur ausgeschlossen wird aus der UNO-Kommission für Frauenrechte. Weil wir wären du dafür als ADR. Wir wären du dafür. Wir haben noch, weißt du, und das ist auch ein wichtiger Punkt, eine ganz andere Position für dich an der Migrationspolitik. Nicht am Asyl. Aber ein Asyl als etwas wird wirklich eine Errungenschaft, als eine menschliche Errungenschaft, die wir alle gut akzeptieren. Ein Mensch, der verfolgt wird, der soll keinen Schutz finden. Aber nicht, aber was wir nie akzeptiert haben, sind 2015, als eine unkontrollierte ökonomische Massenimmigration an Europa, die eben illegal ist. Das haben wir nie akzeptiert. Und wir wollen auch da keine anderen Lösungen, keine Automatismen in Europa. Wir wollen das nicht mehr akzeptieren, das nicht mehr, wir werden nicht bekämpfen, wir wollen die Leute zurückschicken, die kein Recht auf Asyl haben oder das Recht nicht mehr brauchen. Da haben wir eine fundamental andere Meinung. Aber wir konstatieren, Herr Hasselborn, dass das immer mehr Länder in Europa das da mitmachen. Am Anfang hat er vielleicht noch 18, 20 Länder, am Blick hat er eine Handvoll Fleisch nach, die das machen. Die sind geschwind lang richtig an Europa. Aber wenn das ist, dann sollen sich doch vorstellen, ob das ist, die anderen Länder an der Immigrationspolitik, die setzen Kriterien, die so wie bei uns racken, die muss ein gewisses Qualifikationsniveau haben, die muss sich können integrieren, die muss einen Spruch lehren, die muss hier, muss da, muss sich beholen, muss Gesetze respektieren. Was wir machen, ist, wir holen jeder ran und wir bauen ein Foyer, um anderen, wie immer mehr Leute abzuholen. Wir als Abnahmekapazität. Kapazitäten, ja, direkt, ich meine, das ist fertig und dann ganz gerne, nicht mehr früh, wenn ich kann am ersten Bund diskutieren. Als Abnahmekapazitäten, Herr Hasselborn, sind immer voll. Als Integrationsmöglichkeiten sind immer schade gehen. Wir packen das da nicht mehr. Und nur antworten Sie sich ganz gerne, ob er froh oder ob er Kommentar von der Ihnen hat. Nein, Herr Kartase, stelle ich die präzise froh. Letztes Jahr am August 21. Das ist gerade so gut für euch, was geschieht aus Afghanistan. Als Lützburg ein Land, was die Hälfte Leute, die dem Tod an der gucken, was nicht aus dem Land rauskommen, zu helfen, für sie bei euch zu kriegen, an nicht Konditionen zu stellen, mit eine Chance zu geben, für ein neues Leben zu fangen. Echt vor. Zweit vor. Was hätte ich da sollen anders machen, was hätte die Regierung sollen anders machen, was die Leute, die aus der Ukraine an die Europäische Union kommen sind. Fähren 9 Millionen in gewissen Moment. Wir haben zu Brüssel 7 Stunden diskutiert, du wirst mir hund, das fand man der Protektion temporär. Und Lützburg hat sich Dieren abgemacht, wie viele Länder in Europa, die aber nicht die Dieren abmachen, wenn es um Migranten geht, die aus Syrien kommen oder die aus Afghanistan kommen. Und da ist das Problem an der Europäischen Union. Sollte man nicht für die Länder, ich kenne die Länder. Ich kenne sie. Und ich werde mir wissen, der Band fragen, wer ein von den Ländern war, die am meisten tun, gehindert tun, dass man Solidarität kriegt. Gut. Ich antworte nicht. Vielen Dank, merci, Hasselborn. Du hast ganz recht, weil es schon ein ganz wichtiger Punkt verloren. Wir wären als ADR wahrscheinlich zeitlich, wenn ich die Reden vom 24. Februar oder 25. Februar hier rekapitulieren, hier in der Chambre gehalten haben, die erste Partei, die gesagt hat, wir müssen die Ukraine abholen, ohne irgendwelche Restriktionen. Da sind wir ihrer Meinung. Wir haben einen bewaffneten Konflikt an Europa, in der Region, und das ist überhaupt kein Zweifel. Von unserer Seite nicht, und ich bin froh, auch von ihrer Seite nicht, dass das Tieren für die Leute aus der Ukraine groß absehen. An der Ukraine, an einem bewaffneten Konflikt, ja. An Afghanistan oder Syrien. Ja, dann, ich verstehe, dass ihr gespannt seid, ob mein Antwort, Herr Minister, aber da gibt mir eine Chance, aber darüber zu schwätzen. Ja, natürlich merke ich einen Unterschied. Und zwar auf vielerlei Hinsicht.
Das ist, als, dass die Regionen, dass wir erstens als Europa nicht jeder können abholen, das heißt, wir brauchen eine Politik, die nicht mehr emotional argumentiert, als wie das bei dir probiert, aber wir müssen noch rational gucken, was können wir machen und so weiter. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir müssen die Solidarität auch von den Nordbeschregionen gucken, zum Beispiel aus Syrien oder in anderen arabischen Staaten, wo wir das Problem hatten. Für wertvolle Länder wie Saudi-Arabien oder so, nicht Leute ab von ihrer eigenen Sprache, von ihrem kulturellen Hintergrund, von ihrer Religion, für wert sollen die an Europa kommen. Ich meine, das ist auch eine Sache für Politik, für die Länder an den Regionen dann zu sensibilisieren. Ein dritte Sache ist, wir müssen ganz kritisch gucken, was die Asylgrenzen sind, schmecken einen gewissen Unruhig, verstehen Sie, wenn ich hier wert, aber ich meine, das Argument ist ganz klar, Solidarität von den Nordbeschregionen. Ein drittes Sache. Wir müssen immer ganz genau analysieren, mit welchen Ursachen wir Leute abholen. Wir haben zum Beispiel an Eritrea, ich weiß, dass ihr da ganz großzügig seid mit den Eritreern, die desertieren. Mehr am internationalen Recht als Desertion kein Grund für Asyl. Das muss ich einfach immer sagen. Das heißt, wir, wenn wir von Asyl schwätzen, berufen wir uns auf die Asylrechtskonvention von 1951 primordial. Das ist das Erste, die erste Referenz. Da gibt es noch andere Rechtsinstrumente, die ich gucken kann. Mit dem Sinn vom Asyl, also nicht die nationale Legislation, am Sinn von der nationalen Sicherheit nicht zu respektieren, das ist nicht am internationalen Asylrecht. Geliebt? Aber da doch mal die Menschen aus der Ukraine, die fortgelaufen sind. Also, da muss jemand der ukrainischen Regierung gucken, ob die Männer von 18 bis 60 Jahren heifeln abholen. Ja, das ist eine Regierungsdecision, mir ist so nicht just wie das internationale Recht ausgesagt. Ich wollte noch weiter mit den Einzelfeldern schwätzen, mit Afghanistan. Afghanistan, wisst ihr, wir haben die Bilder alle gut in Erinnerung, das war ein katastrophaler Echeck. Ein katastrophaler Echeck vom Westen. Wir haben die Bilder gesehen, wie da Leute um Flughafen und so weiter gelaufen sind. Aber auch da muss ich euch so selbstverständlich, die Leute, die für Lützebüsch geschafft haben oder die Lärm an Lützebüsch haben, müssen wir abholen, selbstverständlich. Ich meine, das steht schon gar nicht zur Debatte. Mir wird aber wichtig, als politisch am Kontext Afghanistan zu betonen. Das ist, dass wir auch dort sind, der Jure wussten, dass das Position nicht zu halten ist. Wie dachten wir hier an der Bausepolitischen und der Verteidigungskommission gesagt, was ist denn das Konzept für Afghanistan? Und da sind wir gesagt, wir bleiben da und wir verlieren als Truppen auf die und die Plätze und wir machen so und so viel und schlussendlich wurde es ein Fiasko. Und das ist, dass wenn in eine Krise rangeht, ohne Konzept oder ohne zeitlichen Horizont, das ist auch ein bisschen das, was in der Ukraine kann geschehen, dass das schlussendlich an Plätze eine sehr Lesung zu sichern oder eine negozierte Lesung, dass schlussendlich der Fiasko dabei rauskommt. Das sind just vier Elemente auf einer Antwort, die mehr lange dauern und mehr komplex ist. Aber ich will etwas nach einer Person, Herr Minister, was das humanitär angeht, da sind wir einer Meinung. Aber wir machen eine rationale Politik basiert auf das internationale Recht, wo wir als eigene Kapazitäten nicht überziehen, aber wo wir eine Solidarität leben, die wir auch können verteidigen und die nicht rein emotional argumentiert wird. Chamber TV hat die Jurenparteien für kurzem auf eine Table Ronde invitiert. Und heute präsentieren sie die besten Aussagen vom Präsidenten von der Juncker ADR. Wo muss die Regierung direkt agieren, weil die Klimakrise urgent ist? Das gesagt, die auch von News for Climate auf die Straße geht, die Urgenz aus überall zu spüren. Viel mal geschwätzt, aber was wünscht ihr euch, wirklich das konkret sehr um Terrain umgesetzt wird? Ich fange vielleicht an mit Herrn Vorocilo. Also wir fanden ganz allgemein, vielleicht ist das ein bisschen streng ausgedrückt, wir fanden, dass die Klimapolitik je nachdem mehr gefährlich ist als der Klimawandel. Wenn wir wirklich vorhaben, bis 2050 oder so klimaneutral zu gehen, dann haben wir ganz realistisch gesehen zwei Auswege. Einmal wäre der Klima-Lockdown. Klingt aber noch nicht gerade so super, weil dann sind wir so wie während der Covid-Zeiten, während dem ersten Covid-Lockdown 2020, da konnten wir ja hin, als Lützburg, als Land, dass wir eben nicht so viele Emissionen rauskriegen. Wir tun, wie gesagt, den Horeca-Sektor und alles. Das war ziemlich, also nicht mehr weitergegangen. Und die zweite Proposition, die
machen kann, als halt, dass wir Atomkraft eben mehr an Atomkraft investieren. Was mich halt auch ein bisschen schockiert, dass das keiner von uns schwätzt, also keiner von uns wirklich darüber geschwätzt, dass wir 130.000 Leute zu Lützburg haben, die eben unter der Armutsgrenze oder unter der Armutsgrenze leben. Und wir gehen aber so all Jahr Millionen aus für unsere international eben Klimaverpflichtungen. Und ich denke, das wäre immens interessant, könnte man so Budgetposten machen. Und wir müssen noch bemerken, dass eben 50% von diesen Leuten, die eben unter Armutsgrenze oder unter der Armutsgrenze leben, das sind eben alleinerziehend Leute. Natürlich, da gibt es eine Anpassung von der Steuertabelle, denke ich, wirklich eine Priorität sind. Was sind die Projekte oder die Projekte, wo du sagst, das hätte ich gerne, dass das bis dann von dieser Legislatur umgesetzt wird oder noch wenigstens untermeiert wird? Ganz kurz. Also, wir wünschen uns ein Konzept, wie zum Beispiel das Staatsbudget könnte also saniert gehen, dann noch endlich eine automatische Indexierung von der Steuertabelle eben möglich wäre. Par rapport zu den Jungen, da denken wir, dass die Studentenhilfe noch einmal überguckt gehen und angepasst gehen. Und ein Sujet, das mir auch immer zum Herzen leidet, als Sicherheit an der Schule. Wir haben an der Lage immer mehr Herren von Jugendbanden, die eben einzelne Junker zerklappen. Und da könnte die Regierung noch nicht gerade mit wirklich grossen Proposen. Ich weiß, den Herr Meisch, den aus Lokomen zwängt, Chief Operation Officer oder so etwas, das dann wird an der Schule angesagt gehen. Wir brauchen wirklich Mesuren, wo wir während der Tod etwas stoppen können. Das ist Präventivmesuren und nicht klinisch interventionistisch. Den Erste Weltkrieg hat auf die Geschichte von Lützburg einen enormen Impact gehabt. Er war sozusagen Dreh- und Angelpunkt von der weiteren lützburgischen Entwicklung. Und das bis heute. Das ist eine Zeit, die bis heute zu Lützburg praktisch nicht annimmt wird. Es geht für sich, alles mit dem Zweiten Weltkrieg an dem Haus auf Nazien zuzudecken. Und muss ihn zugehen, das bis heute gelungen. Die Lützburger Population gab an der Meinung gelöst, dass diese Preisenherz dem Lützburger praktisch auch geboren wird. Haut stellt das sich ganz sicher als eine große Fehlinterpretation heraus. Bei den ersten Nachforschungen stellt sich heraus, dass der Erste Weltkrieg für Lützburg etwas ganz anderes war. Für all das zu verstehen und richtig abschätzen zu können, muss ich für dich einen kleinen Exkurs an die Lützburgische Vergangenheit machen. Das Land war nur der Niederlage von Napoleon an dem Aufzug von den französischen Truppen direkt 1815 dem Deutschen Bund beigetreten. Das war ein Auszug vom Dokumentär «Ein Welt geht inner». Lützburg an den Ersten Weltkrieg von René Flammang, den auch auf DVD zu kriegen ist. Wir haben von ADR Tele so nicht merci, dass ihr mit dabei wart. Ihr könnt uns im Dokument noch bei PAR-TV gucken. Denkt doch darum, für euch regelmäßig auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite zu informieren. Bleibt gesund, adi, bis die nächste Woche.